Ingolstädterinnen und liebe Ingolstädter, zusammen mit vielen Partnern kämpft die Stadt Ingolstadt um neue Arbeitsplätze. Sie wissen, dass wir einen enormen technologischen Wandel haben und wenn wir nicht aufpassen, werden wir in ein paar Jahren deutlich weniger Arbeitsplätze am Standort haben. Das geht nur auszugleichen, indem wir neue Technologien auch erforschen und an den Standort ziehen, die dann auch weltweit konkurrenzfähig sind und damit natürlich hier am Standort auch gut und fair bezahlte Arbeitsplätze für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schaffen. Deswegen greifen wir derzeit alle neuen Technologien auf, die es in irgendeiner Weise am Horizont gibt. Wasserstofftechnologie ist ein Strang zum Beispiel. Ein weiterer Strang ist Biotechnologie und Sensortechnologie, etwas, was wir am Standort noch stärken können. Wir greifen genauso gut natürlich autonomes Fahren und auch digitale Verkehrsleitsysteme auf. Wir machen darüber hinaus auch große Industriegebiete zu absoluten Zukunftszentren, beispielsweise der InCampus oder das Hightech-Industriezentrum im Süden der Stadt. Und bei all diesen vielen neuen Technologien, die wir im Ansatz haben, gehört natürlich auch die Urban Air Mobility dazu, das heißt Drohnentechnik und Flugtaxis. Wir wollen nicht unseren ÖPNV ersetzen, das ist gar nicht das Ziel. Wir wollen einfach hier am Standort neue Arbeitsplätze schaffen, indem wir die Forschung hier vorantreiben, zusammen mit der Technischen Hochschule und der Katholischen Universität, zusammen mit unserem Fraunhofer Zentrum, mit unserem Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz, ja und auch unserem digitalen Gründerzentrum. Wir haben ein eigenes neues Gründerzentrum geschaffen für digitale Luftfahrtmobilität. Das ist in Manching angesiedelt. Die Technische Hochschule hat eine Forschungsaußenstelle eingerichtet in Manching. Ja, und wir haben jetzt schon den x-ten Fördermittelbescheid bekommen, in Summe 12 Projekte und etwas mehr als 12 Millionen Euro. Für die Stadt Ingolstadt hat es gar nicht so sehr viel gekostet, in Summe mit Personalkosten und allem drum und dran etwa 150.000, 160.000 Euro. Das heißt also, wir haben deutlich mehr einwerben können für die Forschung, für die Arbeitsplätze, als wir selber ausgegeben haben und versuchen damit für unsere Kinder und Enkelkinder die Arbeitsplätze der Zukunft auch zu schaffen. Wir müssen uns bewegen und deswegen gilt nur ein Leitfaden: Arbeitsplätze, Arbeitsplätze und Arbeitsplätze. Denn der Wohlstand, der kommt nicht von alleine. Danke sehr.